Herzlich willkommen zur zweiten Sondersendung an Tag 4. Also nicht der zweiten, sondern an Tag 4, sondern der wirklich zweiten. Wir haben uns dieses Mal etwas zurückgenommen. Schön, dass ihr alle da seid und wir haben ja ein schönes Publikum, soweit ich das überblicken kann. Und wie hallo. Immer vor Live-Publikum. Einmal Publikum. Hallo. Und hallo Ralf, schön, dass du auch da bist. Hallo Claudia. Wir wollten heute einen kleinen Rückblick auf den Kongress machen und haben dann festgestellt, wir können gar nicht so viel zurückblicken, wir haben nämlich gar nicht so viel gesehen. Wie viele Panels hast du dir angeschaut? Die halbe Eröffnung. Da bin ich besser. Ich habe die ganze Eröffnung und die halbe Keynote. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne, man kann ja alles wirklich in super Rekordzeit nachschauen, was man eigentlich dann merkt, verpasst zu haben. Da wir aber jetzt auf gar nicht so richtig viel zurückblicken können, haben wir uns gedacht, wir machen das Ganze interaktiv und lassen euch zurückblicken und Fragen stellen und sonstiges. Und eine der Fragen, die mich auf diesen Aufruf hin als erste erreicht hat, ist, was ist eigentlich mit Tim? Wo ist eigentlich Tim? Und das ist tatsächlich eine gute Frage, denn nach gestern sah ja ein bisschen fertig aus. So. Holgi hat das ja auch schon angemerkt in Not Safe for Work. Ja, der Spruch war von Holgi, ich bin nur betrunken und du siehst aus wie tot. Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Und auf diese Frage, wo ist eigentlich Tim, haben wir eine gute Antwort. Wenn ich jetzt... Jetzt hat er sich tatsächlich gerade verdrückt, oder? Nein, und wir haben eine sehr gute Antwort sogar, nämlich hier ist Tim. Yay, wir haben ihn lebt tatsächlich. Das gar nicht. Da präpariert man stundenlang Sachen und dann geht's nicht. Und das mit dem Seifenwasser, es ist total intelligent, Claudia, Seifenblasen durch in die Richtung lieber auf Notebooks zu schießen, die dann direkt über meinem MacBook platzen und in lustige Seifen. Jetzt singe ich das nicht zu Hause. Baba. Seifenblasenpistole ist jetzt die neue Graffiti-Kanone oder wie? Ja, aber irgendwie ist ja, das funktioniert nicht so gut. Also die habe ich eigentlich in einem Superladen gekauft. Also zumindest fand ich den Laden super. Das Imaginarium in Berlin. Einem Superladen? Haben wir schon mal besser gesehen, muss ich sagen. Ja, ich brauche die voll elektronisch. Hat jemand eine voll elektronische Seifenblasen-Dings zufällig dabei? Also ich würde mich freuen. Sowas gibt's? Ja, natürlich. Hallo, du hast doch auch noch hier auf dem Kongress auf irgendeinem Weg schnell einen elektronischen Roller gefunden. Meinst du nicht, dass es dann auch... Der ist elektrisch. Naja, der ist auch elektronisch. Ja, du hast recht. Also wenn hier... Entschuldigung, ich muss hier noch kurz hier... Das ist total okay, Tim. Wir sind das alle... Das Schwenkgelenk. So. Genau. Schön, dass du es geschafft hast. Auf der linken Seite, ja. Ich habe dann auch mal geschlafen. Das macht sich ja manchmal auch ganz gut. Ja. Auf dem Kongress. Gut siehst du aus. Ja, danke. Das ist doch das erste Mal, dass ich das zu dir sagen kann, jetzt die 4 Tage. Ja, du mich auch. Worüber wollen wir denn eigentlich sprechen? Das war genau die Frage, die wir uns auch gestellt haben. Also wie viel hast du denn gesehen vom Kongress? Ach, ich habe eine ganze Menge gesehen vom Kongress. Oder redest du vom Vorträgen. Vortragsprogramm? Mhm. Da habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Aber du hast zumindest die Keynote gesehen, oder? Ich habe die Keynote bis zur Hälfte ertragen können und dann nicht mehr. Und das Opening habe ich gesehen. Und dann habe ich versucht, in einen Vortrag reinzukommen, da war voll. Den habe ich mir dann zur Hälfte auf dem Stream angeschaut. Und jetzt wird es ein bisschen dünn gerade. Die Keynote kam nicht so richtig gut an, hatte man so den Eindruck. Nee. Also das habe ich ehrlich gesagt überhaupt noch nie irgendwo erlebt. So den ganzen Tag über, egal wen man angesprochen hat, das erste war, oh mein Gott, hast du diese Keynote gesehen? Also das hat die Leute richtig irgendwie bewegt, hatte ja. Ich so den Eindruck. Also abgesehen davon, dass ich ohnehin kein Freund bin von Zetteln vorgetragenen Vorträgen, ja, ist, glaube ich, auch einfach diese die Idee der Keynote an der Stelle auch, glaube ich, ein bisschen missverstanden worden on many levels. Und das geht auch schon so ein bisschen länger so auf dem Kongress. Und ich denke, dieses Jahr war auch klar, dass ich da mal was tun muss. Ursprünglich ist ja mal dieses Konzept eines besonderen Vortrages am Anfang eingeführt worden,
Um so einem Kongress schon mal so eine Richtung zu geben, ja, so ein Grundthema, an dem sich jeder so ein bisschen abarbeitet. Nee, aber auch so, dass man explizit jemanden einlädt, das zu tun, dabei dann aber auch das Thema aufgreift. Ich bin jetzt gerade am Grübeln, aber ich glaube, der erste, mit dem wir das gemacht haben, war Joey Ito. Und das müsste der 22C3 gewesen sein. Also mit dem Thema aufgreifen, meinst du, das Motto des Kongresses? Genau, das ist einfach, man nimmt halt das Motto, man macht erstmal ein Opening im Sinne von einer Begrüßung und dann holt man sich jemanden rein, der quasi den Geist des Mottos in einer Ansprache fasst. Das war, sagen wir mal, die ursprüngliche Idee. Und dann ist das so ein bisschen über die Jahre so ein wenig, naja, weißt du, jeder so ein bisschen stille Post so, ne? Und irgendwann war es dann so, dass dann man irgendeinen Vortrag aus dem Programm genommen hat, der jetzt irgendwie für besonders toll, wichtig, wegweisend oder irgendwie zum Thema passend empfunden wurde. Und da wurde es dann irgendwie auch schon so ein bisschen schwierig. So. Also dieses Jahr die Keynote von Alec Empire. Ja. Warum, weißt du, wurde er genommen oder angesprochen? Naja, was, glaube ich, so ein bisschen die Idee war so einfach dieses ganze Konzept von Widerstand, Riot etc., auch kulturellem Widerstand, das zu thematisieren. Das war, glaube ich, sagen wir mal, so ein Vater des Gedankens an der Stelle. Der direkte Link war ja, dass er für das Intro-Video vom 30C3 ja, mit so und so viele Jahre CCC ja die Musik gemacht hat. Also den Soundtrack darunter, der genau, nebenbei sehr, sehr geil ist. Der also super ist. Hat er nochmal abgefeuert. Dass der Track, der altert, glaube ich, sehr gut, den er da gebaut hat. Der ist hervorragend. Das ist ein absolutes Meisterwerk. Das stellt auch überhaupt keiner in Abrede. Aber ich will jetzt nicht fies sein, aber ich habe Künstler tendieren dazu, auf solchen Veranstaltungen immer so Portfolios abzuliefern in Vorträgen. Ihre Wikipedia-Seite vorzulesen. Ja, so hier ist What I've Done und hier nochmal ein Musikvideo und so und alle fragten sich halt so ein bisschen im Raum so, ja okay, alles klar, aber was hat das jetzt mit dem Kongress mit uns zu tun? Hier zu tun? Genau, und war einfach, ich meine, das hätte man jetzt isoliert als Talk wunderbar unterbringen können, aber es hatte jetzt eigentlich, es war einfach nicht ersichtlich, warum es jetzt diese exponierte Stellung bekommen hat mit, da läuft kein anderer Talk nebenbei, aber ist wahrscheinlich auch gar nicht wert, jetzt groß auf die Goldwaage gelegt zu werden. Ich denke, dass ganz andere Sachen da eine Rolle spielen. Ich meine, im technischen Bereich ist ja einiges wirklich wieder, sagt man, Beeindruckendes geliefert worden, also insbesondere in der Security-Domäne oder vielmehr in der Insecurity-Domäne. Ja, gerade die Telefon- und Telekommunikationsnetze müssen ja immer ordentlich federn lassen. Habe mich sehr gefreut, dass da zum Beispiel Tobias Engel mit seinem SS7-Hack da, also ne, wenn man es mal richtig versteht und sich das mal genau anschaut und dann mal da den Finger in die Wunde legt, dann macht es auch gleich Aua. Das macht Tobias ja schon seit Anfang an. Tobias ist auch jemand, der schon von Beginn an beim CCCB mitgewirkt hat, aber nie so eine sichtbare Person gewesen ist, sondern immer so aus der zweiten Reihe heraus, aber mit Maximalkompetenz. Und das hat mich jetzt auch besonders gefreut, dass er hier dann auch voll im Scheinwerferlicht auf einmal stand deswegen, weil er einfach eine super professionelle Art hat, auch die Dinge zu zerlegen und einfach auch ein sehr, soll ich sagen, sehr umfangreiches und sehr mega detailliertes, solides Wissen hat über dieses System. Es ist nicht so, ich habe mir das mal angeschaut, ein bisschen rumgebohrt und dann ist es irgendwie umgefallen, sondern der versteht das einfach in seiner Gänze und aus der Betrachtung heraus kommen so die Sachen. Und das hat ja auch enorm Welle gemacht. Ich habe auch mal schon zwei CREs mit ihm gemacht übrigens. Yes, ganz nebenbei, ja, um mal auf mein Portfolio hinzuweisen. Das war gestern. Ich muss mal meine Wikipedia-Seite vorlesen. Claudia und ich hatten ja eine Sondersendung zu den Assemblies und da hatten wir ja auch die Leute unten mit ihren Quadrocoptern und so irgendwie der letzte Satz, den sie dann so nach 15 Minuten geplackt haben. Ach naja, und im Übrigen habe ich das alles zu Paparazzi natürlich auch schon bei Tim im CAE erzählt. das Portfolio vom CAE ist schon einigermaßen beeindruckend. Genau, eigentlich können wir hier sämtliche Kongresssendungen einstellen, weil es gibt schon CAE dazu. Sorry. So, wozu ist aber noch kein CAE? Aber Tim, das ist eine gute Frage, die ja auch häufiger gestellt wird. Wann gibt es denn die nächste Folge CAE? Ja, ich habe tatsächlich
Der aus 2014 zum also, Ohr war ja gut, aber das kann nicht alles gewesen sein. Nein, auf gar keinen Fall. Es war nicht meine Absicht, nur eine Sendung pro Jahr zu machen. Ja. Ich meine, ist ja auch ein Kunstkonzept. Und ich hatte tatsächlich 3 oder 4, vielleicht sogar 5 Sendungen eigentlich auf der Liste, die ich machen wollte. Aber es ist einfach permanent jeder Termin gescheitert. Es war einfach verhext, ja. Ich habe also Termine in München gesucht, auch irgendwie 2 in Berlin, und es war einfach immer ein Drama. Wäre wahrscheinlich anders gelaufen, wenn ich da etwas mehr Intensität dahinter gelegt hätte, aber dieses Jahr waren einfach Sachen wie Potlove, auch unsere Workshops, all das hatte einfach einen sehr hohen Stellenwert und musste jetzt auch einfach mal geschehen, und irgendwas fällt dann halt zuerst hinten runter, und da die regelmäßigen Sendungen natürlich. Du, wir kennen das, wir machen immer noch Sabbatical, ja. Weil wir so viel... Ja, ja, wie lange ist denn so eure aktive Podcast-Pause? Also hättet ihr jetzt nicht noch... Also Sabbatical ist ja klassischerweise so ein Jahr, ne? Mhm. Ja, unsere Planung ist, dass es so Ende Januar, Anfang Februar geht's weiter. Aber sowas von. Das hast du jetzt im Internet live gesagt, das ist ja klar. Wir haben auch eine Jahreszahl nicht dazu gesagt. Es hängt ein bisschen davon ab, wie unser erster Gast denn so... performt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber es ist natürlich falsch. Es ist ja eine schöne Tradition in unseren Sondersendungen, dass wir am letzten Tag auch immer die oder den Designer des Artworks der Veranstaltung auf die Bühne bitten. Gute Idee. Und wie es der Zufall so will... Haben wir da jemanden am Start, der uns das zu Artwork erzählen kann und der auch zufällig noch das von diesem Jahr gemacht hat? Und da kommt er schon. Nur immer herbei. Sehr Sven, sein Applaus. Guck mal, ich probiere das auch nochmal hier. Das wird immer schlimmer. Das ist doch hier ein Beschiss. Du hast vorne übrigens irgend so ein Ventil. Ich glaube, du musst da irgendwie noch... Nein, ich habe da kein Ventil. Ich kann hier noch... Also das kann ich jetzt auf dich richten. Das macht aber keinen Sinn. Ich kann hier noch eine Wasserpistole bügeln. Ja, das haut ja, du suppst rum. Hallo Sven, willkommen in der Sondersendung. Das ist doof. Nein, du musst das erst hier reintun. Du hast es doch gerade reingetunkt. Ja, danke schön. Man, hier sieht man wirklich nichts. Das ist wie beim Fernsehen. Ja. Man kann das Publikum wirklich das nicht sehen. Das kennst du ja ganz gut. Da dachten wir, da fühlst du dich dann gleich zu Hause. Ja, hier schwitzt man auch genauso wie beim Fernsehen. Ja, wir haben ja gestern auch dazu aufgerufen, uns Wasser in die Regie zu bringen, weil wir vor lauter Podcasts, die hier irgendwie abgesperrt werden mussten, ich habe jetzt eine, nicht mehr rauskamen. Haben wir noch Mate, ja, ne? Wir haben eine ganze Kiste Mate da unten noch stehen. Mhm. Und wir mussten uns dann tatsächlich was springen lassen. Und das hat, danke an alle edlen Spender und Spender nochmal, wir sind da hinten nämlich vor Hitze eingegangen. Man hätte auch von hier oben ja duschen machen können. Direkt über uns ist ja die Treppe. Also. Ich hätte da eine Pistole dafür gehabt. Ja. Kommen wir doch mal zum Punkt. Also, Sven, du hast das Design für 31C3 gemacht. Ich weiß es genau. Du bist signifikant mitschuld, ja. Weißt du, normalerweise schreibst du mich im Skype immer direkt auf den Punkt an. Das war, glaube ich, das einzige Mal, wo im Skype von dir eine Nachricht kam, die begann mit du sag mal ... Und da wusste ich schon, ach du Scheiße. Heute habe ich nichts mehr vor. Und die nächsten paar Wochen übrigens auch nicht. Nein, sieht man es an den Augenringen. Du hast doch jetzt auch geschlafen, oder? Also ich habe, ja glaube ich, für den Kongress genug für 2 geschlafen, ja. Ich habe das tatsächlich nicht ganz durchgehalten. Weil man muss ja dazu sagen, das ist mein erster Kongress. Ihr dürft mich jetzt alle ausbuhen. Das ist so lustig, oder? Für mich ist... Ich lief dann hier gleich so ein perfektes Design ab. Echt, für mich war die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr immer so komplett zum Runterkommen, und das hat aber hier auch ganz gut funktioniert durchs Schlafen insofern. Dadurch habe ich aber auch nicht viel von den Vorträgen. Wann kam denn diese Nachricht von Tim mit dem Du sag mal? Boah, wann war das? Mitte November, Anfang November, irgendwie sowas um den Dreh rum, ja. War der Moment gekommen. Als er sich dann endlich mal auf das, auf mein Logo, auf mein Motto-Vorschlag einigen konnten. Den habe ich schon im Juli gebracht und wunderte mich immer so, ja, was... Was erlaube. Was gibt's denn da noch zu reden? Ja, bin da ja ausreichend von mir selbst überzeugt. Aber ist das so? Ja. Wusste ich irgendwie, der hat gepasst. So. Manchmal fällt einem ja sowas ein. Wie auch immer, auf jeden Fall konnten sich dann irgendwann alle drauf einigen, und dann muss er halt irgendwie Design dazu. So. Ja. Und dann gab es noch so eine kleine Wettbewerbsphase, und dann kam halt das bei raus. Aber ich fand das irgendwie sehr passend. Zumal es auch gestalterisch schön an den 29C3 anschloss, was für mich bis dato eigentlich so die Top-Designleistung für einen Kongress war. Ihr erinnert euch sicherlich, Not My Department. Steh einfach auf, dreh dich um.
Ah ja, richtig. Auf meinem dreckigen Shirt. Genau. Aber was man hier nicht so sieht und was ja eine Eigenschaft war, das war ja das erste Design, was nicht nur irgendwie aussah, sondern es war auch das erste Design, was funktioniert hat. Das heißt, es war da ein animatorisches Konzept dahinter und es gab JavaScript-Code, den man auf beliebige Textbausteine werfen konnte und dann dieses Design da reingebaut hat. Ne? Und das lief dann auch so durch etc. Und das war so einer der Dinge, über die wir dann, glaube ich, auch gleich von Anfang an gesprochen haben, dass man irgendwie auch was hat, was zur Animation ein wenig einlädt. Ne? Ja, weißt du, bist da ein bisschen traurig, weil das nicht ganz so weit wir kam. Wir müssen ja der Reihe nach vorgehen. Genau, wir müssen jetzt nicht direkt mit den Fails anfangen, das ist ja irgendwie doof. Aber eigentlich müssen wir mit den Fails anfangen und müssen mit den Sachen, die geklappt haben, aufhören. Ja, genau. Ja, also dein Anspruch war es, da ein Gesamtkonzept zu machen. Und auch du wusstest ja auch, dass das mein Anspruch ist, dass wenn man irgendwas designt und gerade einen Kongress, ich habe da immer nur die Republika im Kopf gehabt, die ja so komplett durchgestylt ist von Anfang bis Ende. Und deswegen habe ich gedacht, gut, dann mache ich mal den 32C3 und nicht zwei Monate lang den 31. Ja, nee, das hat dann irgendwie hingehauen, weil das einfach wunderschön war, dass da helfende Hände mit angepackt haben, die da dann sich auch um so diverse Seitenveranstaltungen gekümmert haben, wie dieser Bildschirm da hinten, der jetzt aus ist, der so hier das Programm und so zeigt. Also das sind dann Sachen, da wurden nur Vorgaben gemacht für die, da ist es gerade im Bild zu sehen, da wurden halt quasi nur Vorgaben gemacht für das Farbschema, für das Logo und sowas. Und ja, da waren also viele Menschen auch außer mir dran beteiligt, dem ich auch an dieser Stelle dafür danken möchte. Und ja, den Fail, der ist ja, oder eigentlich, wo wollen wir anfangen? Wollen wir mal darüber reden, was eigentlich das Design ausdrücken soll? Oder? Genau, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Ja, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Eigentlich müssten wir das ja jetzt rein interpretieren, oder? Können wir auch machen. Ja, das wäre jetzt mal interessant. Ihr müsst eigentlich erstmal die Vorlage liefern. Nein, das war jetzt gerade nur so eine Anlehnung an Künstler und Kritiker. Aber wir wollen es doch lieber von dir hören. Du kannst ja mal sagen, was bei dir angekommen ist, Claudia. Genau. Oh Gott. Na, Claudia kennt ja den Film nicht. Zumindest nicht vernünftig. Das ist ja einer dieser Filme, wo sie immer einschläft. Das ist gelogen. Kaum sind die Affen durch, schon schläft sie ein. Das ist auch gelogen. Also das ist natürlich 2001 all over again. Ja, da kannst du ja gar nicht irgendwie hier eine Debatte drüber geben. Es ist davon inspiriert, ja. Ist die Schrift eigentlich unten Futura oder ist es nicht Futura? Nein, das ist die Texgeier Adventor. Kommt aus dem LaTeX-Universum. Das ist natürlich irgendeine Gothic-Derivation. Also eine Variante einer Gothic-Schrift, die einfach sehr rund war. Also warum hast du die genommen? Weil die sehr rund war. Ja. Da muss man gar nicht groß irgendwie jetzt typografische Geheimnisse auspacken. Also ich habe einfach den Schriftzug erstmal 31C3 gesetzt aus verschiedenen Schriftarten, die da so rumoxidierten. Und da passte dann irgendwie diese Schrift tatsächlich sehr gut einfach zur Formsprache von diesem Ein- und Ausschalter-Logo oben drüber. Deine Assoziation mit 2001? Ja. Passt nicht genau, das weißt du, ne? Na, die Anfangssequenz, wenn die Sonne hinter dem Mond, hinter der Erde aufgeht und dann hast du genau diesen Dawn-Element und das ist auch der Moment, wo unten dann 2001 in der Futura-Schrift drin steht. Also das ist, ihr kennt den Film auch nicht vernünftig, ja, doch, merke ich grad, meine Güte, wo ich schlafe ich mal hier? Ein, wenn da diese Andock-Sequenz kommt. Nee, okay, ich dachte, du hättest jetzt eine andere Sache, weil es gibt ja auch diese Sektionen und die eine Sektion heißt Dawn of Man. Ja, und ich dachte, darauf beziehst du dich. Nee, du hast einfach nur ein 2001 Gefühl, wenn du das siehst. Nein. Wollen wir mal kurz von 2001 wegkommen? Nee, das ist mal wirklich wichtig. Sollen wir eine Runde schlafen gehen? Also das hier ist ja eins der offiziellen Filmplakate. Mit denen hat es natürlich wenig zu tun. Sondern ich beziehe mich wirklich auf die Opening Credits. Das heißt also, wenn also Sprach Zarathustra reinkommt und dann wirklich zum ersten Mal diese Planetenkonstellation ist und wir diesen Sonnenaufgang haben und dann exakt da unten drunter dann Space Odyssey 2001 kommt, dann hat man auch in der Anordnung der Elemente exakt das Logo. Ich mache hier gerade eine Google-Bildersuche. Leider sind gerade diese Opening-Credits vom Film hier nirgendwo. Ich glaube, bei 2001 hat jeder irgendwelche Bilder im Kopf. Und das sieht ja genauso aus wie bei 2001. Was ist so? Ha! Da! So, Kinders, now we're talking. Guck mal, mit einem Startknopf. Das ist übrigens, wo ich den Startknopf sehe, auch genau mein, also um mich ja unbeliebt zu machen, mein bisschen Problem, was ich mit dem Logo habe, dass ich finde, dass dieser Startknopf in sämtlichen Verwendungen ein bisschen ausgelutscht ist. Welcher Startknopf? Nee, das ist für mich, was ich da sehe, ein Ausschalterknopf. Vor allen Dingen, Startknopf ist mir egal. Ja also achso, der Power-Button da. Standby. Der ist was für dich? Ausgelutscht. Ausgelutscht. Wodurch?
durch zu viel Verwendung. Ich bin neulich aus dem Zug ausgestiegen auf Dienstreise, Göttingen, Lokhalle, da war eine Messe und alles war zu plakatiert mit diesem mit dem Knopf und ich dachte, findet hier schon der Vorkongress statt. Aber wir gucken jetzt erstmal eine Runde 2001 hier. Ja, so, da seht ihr. Ja, da haben wir jetzt schon mal genau das Element und jetzt kommt gleich unten drunter erst das 2001 und dann der Space Odyssey. Hier ist auch noch der Mond, der sich unten drunter wegschiebt und sowas und gleich. Das dauert jetzt etwas. Mit Musik wäre es jetzt auch schicker, aber egal. Ja, haben wir noch Themen? Sind wir jetzt durch mit diesem 2001? So, jetzt hattest du diese Assoziation eigentlich jetzt auch so unmittelbar direkt oder nicht? Ich muss jetzt tatsächlich zugeben, nein. Siehst du mal. Aber da ist in der Tat, also da hat, Ralf hat da einen Punkt. Wir müssen da eigentlich, ja, das, ich meine, das ist schön. Also ich erinnere mich jetzt an die Szene nicht so integral, dass ich jetzt sagen könnte, so, oh, da habe ich im Schlaf irgendeine Eingebung bekommen. Ich glaube, so war es nicht. Nee, der erste Anstoß war ja, dass du mich im Grunde vorgewärmt hattest, weil du ja auch ein Visual mal gezimmert hattest mit diesem Sonnenaufgang und den Planeten und dem. Habe ich gemacht? Das war, oder hattest du dich da mit fremden Federn geschmückt? Auf jeden Fall hast du mir was geschickt. Mich gar nicht mehr so, das war irgendwie so ein Weltraumbild. Einigen wir uns darauf, es ist popkulturelles Gedächtnis und aus dem hast du es an, oder genau, ihr ja, es an auf, jeden Fall, auf jeden Fall war Weltraum schon irgendwie die Anmutung im Sinne von Sonnenaufgang auf einem Planeten. Ich wollte dieses Planeten Assoziationsding da irgendwie drin haben. Ich wollte einen Sonnenaufgang natürlich da drin haben. Das heißt, dieses Farbschema ist natürlich aus einem Sonnenaufgangsfoto heraus destilliert worden. Und ich wollte aber auch irgendwo die CD, also die Kongressrakete drin haben. Das heißt, aber eben stark stilisiert. Das heißt, es könnte ja jetzt auch ein Raketenstart sein, der so von einem Planeten irgendwie wegfliegt. Mhm. Das ist aber dann schon sehr weit hergeholt. Also ich wollte da verschiedene Dinge irgendwie drin haben. Und dann war ich anfangs nicht sicher, ob man jetzt den 31C3-Schriftzug unten drunter so avantgardistisch setzen sollte. Aber erste Feldtests haben dann bewiesen, ja doch, wir machen das jetzt. Da war ich sehr glücklich drüber, aber normalerweise ist es so im kommerziellen Umfeld bei Logogestaltung immer so, das kann man aber nicht aus 6000 Kilometern Entfernung lesen, wenn man kurzsichtig ist. Ja, das ist richtig. Aber so ein bisschen Krypto muss man ja auch irgendwie im Rahmen des Kongresses voraussetzen. Deswegen haben wir das dann tatsächlich so durchgezogen. Da bin ich dann irgendwie sehr glücklich drüber gewesen. Genau, und dann hat sich ja daraus im Prinzip auch dieses abgeleitet. Also auf einmal war dieser Mittelbalken einfach ganz automatisch sehr mobil. Ne? Also in dem eigentlichen Logo steht er so weit raus. Da ist er dann drin. Wir hatten ja auch erste Versionen, wo es dann so richtig zu so einem E oder fast schon so einem Euro-E verschmolz. Ne? Die SIM-Karten fleuchen ja hier noch rum. Also die sind, das, genau, das die hast du sie genannt, die blaue Maus. Mauritius, ja, genau, dieses Kongresses, da ist noch die erste Release, genau. Und dann hat ja dann Falk, der leider auf diesem Kongress nicht ist, aber ja beim 30C3 schon dieses göttliche Video geschnitten hat, für den Anfang hat sich dann der Sache auch nochmal angenommen. Hast du das gerade? Genau. Ne? Und da sieht man ja, da wird dann also schön mit diesem Gedanken gespielt, dass das einfach solche Schalter auch sind. Da sind wir ja auch schon wieder weg von dem einen Ausschaltknopf, sondern da geht es jetzt hier auch mehr um die Regler eigentlich. Ja? Das finde ich eigentlich eine sehr viel schönere Assoziation noch, weil das ist ja das, was wir hier machen. Wir wollen ja hier so ein bisschen am Mischpult der gesellschaftlichen Strömung drehen und da die richtigen Einstellungen finden, damit da die Harmonie mal wieder zu Worte kommt. Und wir wollen Dinge weitergehen. Genau, das finde ich so mit die schönste. Genau, und zieht das auch noch so rüber und so, und da ist echt eine Menge drin. Also hätte man noch mehr draus machen können. Da sollte ja auch noch etwas mehr gemacht werden. Jetzt werden wir zu den Fails kommen. Genau. Ja, vielleicht, du hattest es eben ganz schon kurz schon gezeigt, ja, das Matrix-Visual, das ist eigentlich das, was hier eigentlich als Poster auch hängen sollte, was aber dann irgendwie in den Wirren der Vorbereitung verschütt gegangen ist. Ja, das ist wirklich sehr schade. Die Gründe lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist also eigentlich dann das, was auch in Animation passieren sollte. Das ist leider aufgrund eines Zuspruches einer dritten Person auch auf dem Point of No Return nicht fertig geworden, wo eben dieses ganze Ding auch noch animiert sein sollte. Also wir machen ja auch noch Audio hier. Ne? Also eigentlich müsste man jetzt kompliziert erklären, was wir da sehen. Das kann also man aber nochmal nacharbeiten. Ich glaube, das wäre es durchaus wert. Ja, also eigentlich sollten diese Symbole sich halt in einer Matrix drehen und ihren Strich dann randomisiert weitergeben an den jeweils gegenüberliegenden, sofern sich zwei Öffnungen dieser Kreise begegnen und wenn dann immer halt dieses C oder das 3 entsteht, die 3 entsteht, sollte dann eben das Ganze sich nochmal einfärben und dann hervorstehen und wenn es nach oben weitergegeben wird, sollte dann eine der 5 Primärfarben entstehen. Das war so die primäre Idee dahinter. Und, aber auch schon ein klein bisschen verkopft, ne? Naja, es ist ja, da kann ja jeder irgendwie drauf gucken und dann für sich selbst denken, was es bedeuten soll. Also Design ist ja immer so wichtig, oder Design, das ist eigentlich mehr Gestaltung, ist ja eigentlich immer dann
es darf ja irgendwie kein Selbstzweck sein. Es sollte ja irgendwie für jeden irgendwas bedeuten. Und ich glaube, aus dieser Animation hätte jeder irgendwie selber seinen Sinn gefunden, warum das jetzt so ist. Also da muss man eigentlich keine Untertitel drunter packen. Da muss man nicht irgendwie nebenstehen und sagen, ja, also folgendes, hier ist das Manual, ups. Sondern das sollte ja schon irgendwie für sich funktionieren. Ja, schade. Ich hätte das wirklich gerne in Aktion gesehen. Claudia wollte noch einen Punkt machen. Nee, nur nochmal zum Ausgelöschten, weil du meintest, du hättest das noch nicht so oft gesehen. Also so eine einfache Powerbutton, T-Shirt, Google-Suche befördert genau das zutage und das ist halt das, was ich meine. Also jeder Think-Geek-Shop und sowas, also es wäre nichts gegen dein Design. Das hat sich schon gut verbreitet hier übers Netz. Guck. Genau, würde ich nämlich auch sagen. Es ist also offensichtlich so populär, dass es schon tausende T-Shirts dafür gibt. Ja, das heißt ja nicht, dass die auch getragen werden. Also du wirst die nächsten Jahre auf jeden Fall immer an den Kongress denken, genau, wenn du so ein schnödes ein Auszeichen siehst. So sieht es nämlich aus. Wir ownen das jetzt. Gut. Was mir noch aufgefallen ist, ab heute gibt es ja die Engel-T-Shirts. Ich glaube, du selber trägst auch eins. Ja, ich wurde, obwohl ich keine Schichten geschoben habe, sondern nur im Vorfeld Schichten geschoben habe, wurde ich tatsächlich mit einem auberginefarbenen T-Shirt beglückt. Da ja. Bin ich auch sehr glücklich. Für wen gab es Aubergine? Weil du das war freie Wahl. Also es gab Rot und Aubergine für die Engel. Außer für die weiblichen Engel, da ist irgendwie bei der Bestellung der T-Shirts ein Fail passiert. Beziehungsweise der Bestellung war richtig, aber die Lieferung war falsch. Da ist irgendwie Lachsfarben bei rumgekommen. Wobei die Farben schon ausgesprochen schick sind, so muss ich sagen. Du meinst, das seien irgendwie Pantone? Der macht hier böser Kopf, guter Kopf. Ne? Du bist der gute Kopf und sie ist der böse Kopf, oder? Ja, das ist häufig. Nee, ja. Bei Pantone bin ich total dabei. Also. Ja, wobei die Pantone war ja auch nicht, dass die Shirts jetzt nach Pantone waren, sondern ich musste mir vom T-Shirt-Laden quasi die Pantone-Töne der T-Shirts rausgeben, damit diese Folien, die dann hier per Siebdruck da gemacht wurden, auch vom Kontrast her stimmen. Das war, da wollte ich keine, nicht den Zufall walten lassen, dass es am Ende so ungefähr hinhaut, weil die Bändchen zum Beispiel, die sind auch mit der heißen Nadel gestrickt, das war so kurz nach, du bist es übrigens, so, du machst es jetzt und dann mussten die Bändchen so und zwei Tage später müssen übrigens die Bändchen abgegeben werden. Das ist ja, also diese Bändchen sind übrigens auch so ein Ding mit what has been seen can't be unseen. Claudia, ich glaube, du wirst ganz dringend ungefähr 15 Räume weiter in der Richtung. Nein, wir machen jetzt ein Live-Experiment. Ihr nehmt jetzt mal alle eure Bändchen in die Hand und schaut euch die mal an. Und geht mal so an das Logo ran, bis zum roten Bereich und überlegt euch dann mal, ob ihr da so eine Deutschlandflagge seht. Ja, das ist ja jetzt nicht so schwer, die da zu sehen. Das finde ich ja noch nicht mal unangemessen. Ja, und der zweite Punkt ist, das hattest du verraten, die Farbfelder sind unterschiedlich groß geworden plötzlich, obwohl sie eigentlich alle gleich groß sein sollten. Ja, das, ich habe die Vorlage wirklich nochmal kontrolliert, nachdem mir das Ding umgebunden wurde. Ich bin's nicht schuld. Ja, das versinnt. Das sagst du jetzt so. Nein, also ich glaube, das ist Kunst. So kennen wir den Sven. Hör mal. Sag mal, Ralf, hast du nicht irgendwie Fotos gesammelt vom Kongress, wo Logos von Sven... Das hat Sven selber angestoßen. Ja. Aber auch völlig zu Recht. Also da hat er, glaube ich, bei dir gelernt, dass er jetzt auch Graforama-Logos sammelt, die hier auf dem Kongress finden sind. Ich komme selten dazu, auch wirklich mal zu dokumentieren, weil ich irgendwie... Ja, also ich habe dann irgendwie mal gestern den Rappel bekommen und dachte so, ich gehe jetzt mal rum und mache Fotos von allem, was hier so rumsteht, an dem ich mal meine Fingerchen im Spiel hatte. Weil mittlerweile macht es mich doch ein bisschen stolz, was ich hier so sehe. Genau, das fängt hier an mit, das findet ihr alles auf Twitter unter dem Hashtag Graforama Logos, richtig? Ja. Und fängt hier an mit der Staatsbürgerkunde, geht weiter mit Ultraschall, dann das 31C3 in diversen Varianten. So, das hatten wir gerade eben alles schon. Das schöne Rot. Das Rot finde ich übrigens besonders schön von dem T-Shirt. Das finde ich super, den Farbton. Sehr gut. Hier von den Shownotes haben wir was. Und natürlich hier Sondersendung und Sendezentrum haben wir. Und Puttlaff haben wir da und nochmal diesen und die Freakshow haben wir und nochmal dieses. Ja, und wenn ihr irgendwo... Also man merkt schon, du bist so für die Hälfte mehr, sämtlicher deutscher Podcasts verantwortlich, was deren Logos anbetrifft. Ja, ich danke für das Vertrauen. Ich habe überall Pixelbomben drin versteckt. Eines Tages werde ich die Weltherrschaft übernehmen. Und gemeinsam ergeben sie satanische Botschaften. Wenn ihr irgendwo da draußen sitzt und auch Nutznießer von Graforamas Logos seid, dann könnt ihr unter dem Hashtag ja auch mal Bilder von dem Logo in freier Wildbahn machen. Dann haben wir da irgendwann eine sehr schöne Idee, ja. Ein schönes Archiv. Gerne. Von Verwendungszwecken. Da, also da fehlt ja auch noch eine ganze Menge. Ne? Ja, ja. Also, er hat heute erst angefangen. Also
so. Also allein das waren jetzt erstmal die, die hier sind. Allein in der Metaebene hätte ich jetzt noch mal mindestens noch mal drei weitere im Angebot. Ja, dann hättest du hier podcasten müssen. Aber es geht halt darum, nicht irgendwie einen Screenshot zu posten, stimmt, sondern es muss irgendwo gedruckt oder... also es muss so Logbuch Netzpolitik war ich nicht. Nein. Das habe ich selber gemacht. Aber Forschergeist und Fokus Europa und... Aber die hast du noch nicht hier auf der Bühne. Und auch eigentlich das Meta-Ebene-Logo hast du auch... Wo ist denn dein Roller? Da gibt es heute auch noch Abdrücke in meiner Couch von deinem Hintern. Ja. Ja, wo ist überhaupt mein Roller? Das ist eine gute Frage. Mein roter Roller ist nämlich irgendwie verschütt gegangen. Wer Tims roten Roller mit dem Graforama-Logo der Meta-Ebene gesehen hat, bring es bitte Bitte melde dich. Ich hätte den dann gerne hinterher. Es klebt auch auf deinem Rechner hinten drauf. Ja, siehst du mal, dann kannst du das ja abfotografieren und alles ist gut. Aber das ist ja deins eigentlich. Ja. Ich habe ja nur gerade gerückt und dir da... Ja, du hast es gerade gerückt, genau. Und daher kommen die Abdrücke auf meinem Sofa, weil du unbedingt da ganz, ganz dringend goldener Schnitt drin haben wolltest. Da haben wir nächtelang sehr lustig Formschema da und... Mit dem Sven kann man nämlich wirklich ins Detail gehen, das mag ich sehr. Das hat extrem viel Spaß gemacht, ja. Gut. Sven, danke dir für die schönen Logos. Ich finde es wirklich schön. Also auch wenn ich... Du, übrigens, das kann man trinken. Ist ein bisschen scharf, aber... Es gehen ja Gerüchte, dass auch die Logoproduktion unseres Wikigeeks-Nachfolgeprojektes über dich laufen. Das ist alles top secret. Ich glaube, das ist jetzt das vorbei. Das können wir jetzt knicken, verdammt. Das war's. Man kann mich für Leaks auf diverse Marten einladen. Dann. Okay. Verrate ich vielleicht die Farbe. Ich Sven, danke dir. Vielen Dank. Dein Applaus. Gerne. So, eine Frage, die uns auch erreichte, allerdings gar nicht mal nach dem Aufruf, sondern schon vorher, wie eigentlich diese Rakete, die Fairy Dust heißt sie ja, so antransportiert und abtransportiert wird. Und wir haben zufälligerweise jemanden gehabt, der zumindest das Rätsel des Abtransportes lösen kann. Es gibt jetzt, glaube ich, auch noch mehr Fotos. Aber Jonas, komm doch einfach mal zu uns. Du bist auch Kongress-Erstbesucher. Jonas, dein Applaus. Genau. Du bist auch so ein Kongress-Erstbesucher und hast dann gleich quasi gesehen, wie hier alles sich wieder in Luft auslöst und die Rakete wieder abhebt. Genau, erstes Mal Kongress und dann bin ich heute Mittag angekommen, also ja, heute Morgen Mittag, wie man es so nehmen will. Und da war die Rakete leider schon auf dem Anhänger und auf dem Abtransportweg. Auf einem schnöden Anhänger. Genau, und zwei Beine waren abmontiert. Hast du mal irgendwie einen Twitter-Account oder sowas? Ein Bild von mir? Ja, Jonas Schön. Ah doch, ja stimmt, zwei. Tim, genau. Hast du die nicht gebaut? Ich habe sie. Ja. Da ist es. Also, ich habe sie nicht mit meinen eigenen Händen gebaut, aber ich habe sie ja seinerzeit. Also das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Staubsauger. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal über diese Raketen-Story gesprochen haben. Ich meine zum 30C3, weil da ja auch die Rakete hinten aus dem schwarzen Loch rausflog. Ah, ja, kann sein. Naja, auf jeden Fall hatten wir ja ursprünglich ja mal die Fusion-Rakete genommen, die konnten wir dann nicht mehr nehmen, weil es dann die Fusion-Rakete war und das Ding existierte ja eigentlich nur als Logo des ersten Camps. Ja. Und das Logo habe ich seinerzeit zusammen mit Martin Suhr gemacht und Martin hat dann eben angefangen, das Ding in 3D zu machen und quasi diese Rakete dreidimensional zu machen. Das war dann so ein kooperativer Prozess und dann kam halt noch Hasso mit ins Spiel, der das halt dann auch gebaut hat, das Teil und der das ja hier auch mal wieder anschleppt und aufbaut, irgendwie jetzt schon seit 11 Jahren. Genau, das im Wesentlichen und der Anhänger ist sozusagen für diese Rakete, also es gibt sozusagen einen expliziten Raketenanhänger. Ja, es gab schon erst enttäuschte Tweets heute, dass dieses Ding doch gar nicht fliegt. Deswegen finde ich das immer so bedauerlich, dass man das sieht, auch dass sie das zu einem Zeitpunkt gemacht wird, wo es von jemandem beobachtet werden kann. Das war ja so schön auf dem ersten Camp, dass genau in einer Nacht gemacht wurden, wo auch gerade der Letzte im Zelt verschwunden war und es wirklich niemand gesehen hat, wie das Ding auf einmal so aus dem Nichts aufpoppte und das hat dann schon für eine Weile den Mythos begründet. Hat das jetzt für dich auch für so eine gewisse Entzauberung gesorgt? Ein Stück weit, also generell ist mir heute schon war's schon ein bisschen betroffen. Naja, zumindest ist mir heute generell aufgefallen, dass ja schon an einigen Ecken und jetzt abgebaut wird. Mhm. Da merkt man dann schon, dass es das Ende naht, aber
Ja, also. Wie fandest du den Kongress so an und für sich als zum ersten Mal Besucher? Also hat mir ziemlich gut gefallen. Also ja, perfekt. Also hab ich mir eigentlich auch so vorgestellt, aber. Also mit welchen Erwartungen bist du hergekommen? Also ich habe letztes Mal die Sondersendung komplett gehört vom letzten Kongress. Von daher habe ich so eigentlich erwartet eine Mischung aus eben technischen Themen, Vorträgen. Und halt auch, aber eben Dinge, die überhaupt nichts mit Technik zu tun haben, als Beispiel die Lockpicker oder ja, es gibt ja auch eine Ecke, wo dann Leute irgendwie schmieden. Also das finde ich einfach total cool. Man könnte auch hier hinkommen ohne irgendwie technisches Interesse oder Vorwissen und kann trotzdem sich 3 Tage lang beschäftigen. Also ja. Und das ist, hast du ja auch alles gefunden und du hast auch die Zeit gehabt, dir das alles anzuschauen, oder? Also am Anfang dachte ich, ich komme da nie durch. Und jetzt langsam habe ich so das Gefühl, alles, was ich so sehen wollte, auch gesehen zu haben. Aber ich hatte auch einen netten Chaospaten, den Arne. Ja, falls er das hört, dann auch vielen Dank nochmal. Der hat mich dann am ersten Tag ein bisschen rumgeführt und ja, selbst wir haben zu zweit das Ganze so ein bisschen erkundet und uns die Sachen angeguckt. Und ja, das ist auf jeden Fall hilfreich und finde ich auch sehr schön für Neulinge, dass es diese Chaospatin gibt. Ja, das auf jeden Fall. Das gab es ja letztes Jahr zum ersten Mal. Ich glaube, das ist so einer der besten Ansätze, die man haben konnte für den Kongress, um es anderen einfach zu machen, hier einzusteigen. Das stimmt auf jeden Fall. Habt ihr noch Fragen, ihr beide? Hast du dir Vorträge angehört? Ja, aber auch nicht so viele. Also ich habe mir den vom Zentrum für politische Schönheit angeguckt. Den fand ich auch ziemlich klasse. Und ja, ansonsten auch noch einige andere, aber ehrlich gesagt kann ich mich da gerade nicht so richtig dran erinnern. Ja, ansonsten bin ich viel rumgelaufen und gestern habe ich dann 6 Stunden gelötet. Ich habe mir so 6 Stunden? Ja, also ich bin ein ziemlicher Lötanfänger und habe dann im Hackcenter so ein Kit gekauft, so ein Arduino-Klon. Ich habe sogar den in meiner Brusttasche. Vielleicht sieht man das auf der Kamera. Das ist so ein Diavolino, nennt sich das. Also so ein Arduino-Klon mit so einem LED-Display. Und da musste man dann 124 LEDs drauflöten. Und man kann dann da Programme. Respekt, 124, ja. Und man kann dann da Programme draufladen und Lauftext anzeigen oder andere Animationen. Und tut das jetzt schon irgendwas? Ja, man kann das auch anmachen. Ja, dann sieht man da die schicke Botschaft: I'm at 31cc and. Ja, schau. It's awesome. Genau. Ja, programmieren kann ich nicht, aber vielleicht probiere ich mal so ein bisschen, ob ich da was hinkriege, weil ich glaube, so schwer ist es gar nicht bei diesem Teil. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dass man da ja, löten kann und einfach auch mal ein bisschen Zeit sich nimmt für sowas. Machst du sowas jetzt zu Hause auch weiter? Also ist das jetzt ein Skill, den du von hier mitnimmst und dann auch weitertreiben möchtest? Ja, also ich hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht und ich denke, dass ich das auch mal probiere. Ich habe sogar noch einen Lötkolben zu Hause rumliegen, von dem habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Und ich denke, dass ich das nochmal probieren werde, mir irgendwie ein Kit zu kaufen, das zusammenzubauen. Ja. Und denkst du, du kommst jetzt zum Camp oder zum Kongress zum nächsten noch wieder? Also beim nächsten Camp kann ich nicht. 15. bis 17. August. Genau, da bin ich im Urlaub. Aber ansonsten würde ich jetzt auf jeden Fall gerne immer wieder zum Kongress kommen. Ich finde halt das Datum so ein bisschen schwierig, weil ich normalerweise da schon mit der Familie so ein bisschen eingebunden bin. Aber man muss ja auch sonst nicht alle Tage kommen. Also ich werde schon in Zukunft versuchen, irgendwie hier vorbeizuschauen. Ja, wir wurden auch verabschiedet mit den Worten: viel Spaß bei den Chaoten, ne? Ja, 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 meine Eltern sind da immer wenig einsichtig. Aber egal. Hallo, grüße meine Eltern für den Fernsehen. Naja, das wird sie jetzt nicht überzeugen. Egal. Nächstes Thema. Tim, willst du noch was von Jonas wissen? Würdest du den Kongress weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Und wem wirst du weiterempfehlen? Ja, im Prinzip. So nimm doch die Familie mit. Ja, das könnte ich mal versuchen. Ja, ich glaube, also das ist ein gutes Beispiel, weil die denken dann halt immer so, es ist total technisch und ich finde, man kann es auch schwer erklären. Also wenn man so, also ich war ja auch vorher nicht da, aber ich habe da trotzdem so eine Ahnung gehabt, was mich erwartet und wollte das dann so erklären und das ist gar nicht so einfach, finde ich. Aber letztlich würde ich es fast jedem empfehlen, der irgendwie sich kritisch Dinge hinterfragt, ja auch für Technik interessiert, aber auch einfach ja, verrückte Projekte sehen will, weil hier gibt es einfach so viel, was es zu sehen gibt. Also von daher würde ich eigentlich sagen, jeder kann sich zumindest einen Tag lang hier komplett beschäftigen. Ich erkläre das hier Außenstehenden immer mit der Metapher. Ein mittelmäßig hässliches Kongresszentrum verwandelt sich binnen 3 Tagen in das Innere eines Borg-Kubus. Das klappt aber nur, wenn die Leute auch wissen, was ein Borg-Kubus ist. Ich wollte gerade sagen, ich bin dann 3 Stunden am Erklären, was ein Borg-Kubus ist. Genau, mittelmäßig hässlich? Du findest das mittelmäßig hässlich? Das Kongresszentrum selber? Ja, das ist jetzt schon
irgendwie so, wie so halt so ein olles Kongresszentrum so ist. Ne? Also jetzt so der Teppichboden beispielsweise, ich meine, guck dir den mal an, der ist ja nun mal echt nicht schön, oder? Doch, der ist super, weil da kann man irgendwie, hier gibt es erstmal welchen. Ja, da siehst du nichts drauf, da kannst du sonst was hinschütten und du siehst es nicht. Aber ja, exactly. Aber verstehst du? Egal, wie viel Dreck hier rumliegt, das Ding sieht einfach immer gleich aus. Ja, nee, was schon ganz okay ist, sind so diese ganzen Leuchtpanels und sowas, die sie hier haben. Also it could be worse. Warte mal ab, oh, es wird wenn besser. Das hier erstmal so aussieht wie da hinten, ja, im Neubautrakt, dann kurz so. Na. Ja, das ist ja auch tatsächlich ein Problem, was ich jetzt, also der Kongress, ich bin jetzt zum dritten Mal da und er ist ja gefühlt noch viel voller geworden. Am ersten nicht Abend sind wir aber, nee, natürlich nicht nur gefühlt von der Menge her, es hat sich aber auch nochmal vom Platz her ausgedehnt. Mhm. Aber obwohl es gefühlt voller ist, hat man in den hinteren Teilen des Neubau, was so alles so ein bisschen verwinkelt ist und wo hier dann noch eine Abbiegung ist und da noch eine, das Gefühl, da verteilt es sich nicht so richtig gut und da kommen die Leute nicht so richtig gut hin. Und das ist dann ein bisschen abgeschottert und abgeschieden. Und da ist eigentlich dieses hier, man läuft durch, man trifft ständig irgendwo irgendwas, nicht so richtig da. Also man muss schon wissen, wo man dann hingeht. Und das finde ich sehr nachteilig eigentlich. Ja, und als schöner finde ich das da drüben auch nicht. Also das ist mal ganz davon abgesehen. Furchtbar. Was Ralf aber, glaube ich, sagen will, ist das, was mich beim ersten Mal auch so geflasht hat, mir auch jedes Jahr wieder aufs Neue, dass ich dieses mittelmäßig, oder ich finde es eigentlich sehr hässliche Kongresszentrum, in sowas absurd anderes verwandelt, ja, also wo dann irgendwie alles abgehängt ist, dekoriert ist und wo sich das einfach so zu eigen gemacht wird. Und hier wurden sämtliche Geländer mittlerweile mit Strick ummantelt und solche Sachen und jeder konnte sich Strickreste unten im Hackspace holen und konnte daraus was stricken. Ja, also auch sowas ist hier einfach präsent und also das deswegen ist das vielleicht gar nicht so abwegig, wirklich zu sagen, man nimmt einfach mal die ganze Familie mit. Vielleicht gibt es auch demnächst nicht nur einen jungen Hackertag, sondern einen Senioren-Hackertag, ist ja vielleicht auch mal eine Idee. Und man bringt dann einfach mal die Eltern einen Tag lang mit. Ein Seniorenhackertag. Seniorenhackertag. Ich habe jetzt natürlich irgendwie elektrogetriebene Rollatoren vor Augen, aber nein, ernsthaft. Also das war ja ein Thema, was ich irgendwie auf dem Podlove-Workshop aufgebaut habe. Wie bringt man unsere Eltern und Großeltern eigentlich dazu, Podcasts zu hören? Und wie bringt man die eigentlich dazu, irgendwie Technik als etwas, nicht als etwas Gottgegebenes, sondern ja, als etwas Modifizierbares und Anprangerbares zu begreifen? Es geht ja noch nicht mal nur um die Technik. Also es ist ja auch das, was Jonah sagt und was ich auch, was wir ja auch probiert haben, durch diese Assembly-Sondersendung rauszustellen. Es gibt hier einfach so viel anderes abseits noch von Technik. Mhm. Dass dann Technik vielleicht ein Mittel, mit dem gearbeitet wird oder das eingesetzt wird, aber noch nicht mal das. Ja, so stricken brauchst du nichts weiter als zwei Stricknadeln und ein bisschen Wolle. Und das zu erklären, dass es hier eben nicht nur darum geht, dass Telefonzellen gehackt werden oder BTX, sondern dass auch ganz andere Sachen hier stattfinden und das Hacken nicht einfach was mit Coden und Programmieren zu tun hat, sondern auch mit einer Denkweise und einer kritischen Einstellung, dass das vielleicht dann einfach mal vermittelt wird. Das ist doch eine gute Sache. Und das ist ja das, wo deine Eltern dann eben dieses abfällige, ja, viel Spaß bei den Chaoten reinbringen. Aber dass das einfach auch eine Einstellung und eine Lebenshaltung auch ist, dass dieses zu transportieren und das denen auf positive Weise zu zeigen. Seniorentag. Ich habe hier mal was mitgebracht, was ich unfassbar anschlussfähig fand. Habt ihr das gesehen, diese Installation hier? Fantastisch. Das war drüben im Neubau. Das war ein ziemlich großer Sandkasten. Ist es schon weg? Ich weiß nicht, ob es da noch steht. Also es wird ja hier alles entzaubert gerade. Was? Es wird ja hier alles gerade entzaubert. Dieses mittel- bis sehr hässliche Kongresszentrum kommt jetzt langsam wieder hervor. Zum Vorschein, ja, das stimmt. Also wenn ihr nach der Sendung rüberlauft, guckt und es noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Das ist total schrill. Ich versuche das mal zu beschreiben. Es ist ein relativ großer Sandkasten, ungefähr doppelt so groß vielleicht wie hier so die Tische, an denen wir sitzen. Und oben drüber hängt von einer Xbox dieser Kinect-Controller, der ja eine Tiefenerkennung hat. Also ein relativ gutes 3D-Bild eigentlich produzieren kann. Und dann wird auf diesen Sandkasten von oben mit einem stinknormalen Beamer ein Farbbild projiziert, was, das sieht man jetzt hier auf dem Beamer-Bild, glaube ich, ganz gut, in Form von so klassischen Höhenlinien eine Landschaft drauf projiziert. Und zwar so, dass man einen Meeresspiegel hat, das ist dann das, was unten ist, und je weiter es nach oben geht, desto bergiger wird es. Dann hat man so erst irgendwie so die grüne Vegetation, das sind dann die Inseln, und ganz oben drauf ist dann irgendwo nur noch das Gebirge, das ist dann braun. Und man ahnt,
ist, man kann jetzt hingehen und in diesem Sandkasten einen Berg bauen und während man das tut, färbt sich dieser Berg quasi geografisch korrekt ein. Ja, und dann kann man in einen bestehenden Berg gehen und plötzlich mal so einen Kanal mit Wasser durchmachen und sieht, wie das Wasser dann reinfließt. Das ist also so ein sinnliches, künstlerisches, erfahrbares Miteinander von Analogwelt und Digitalwelt. Wahnsinn. Damit könnte man jetzt also stundenlang Spaß haben und da irgendwie Sandkastenspiele machen. Und solche Geschichten, finde ich, dafür steht wirklich hier der Kongress. Ja, für Leute, die irgendeine schrille Idee haben, Technik nehmen, die für was ganz anderes gedacht waren und daraus irgendwie etwas Wunderbares macht, was dann aber in netzer Konsequenz, wie ich zumindest finde, total anschlussfähig ist, weil es jeder instinktiv sofort toll findet. So, langer Monolog. Ja. Alle meiner Meinung. Ja, da kann man, glaube ich, nicht viel widersprechen. Nee. Es ist wirklich cool. Also es ist wirklich richtig schön und finde ich auch gut. Also dieses ganze sinnliche und erfahrbar machende, was einfach Kreativität freisetzt. Ich meine, was dieser Kongress noch mehr als alle anderen bisher, auch noch ein bisschen mehr, wie ich finde, als der letzte schafft, ist, dass er quasi den Club, die ganze Community drumherum immer mehr als so eine Art kulturelle Infrastruktur präsentiert. Mhm. Ja, das ist hier nicht eine Veranstaltung mit Vorträgen. Das ist es unter anderem auch, sondern im Wesentlichen ist einfach diese Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen, ist so das Ausleben einer interkulturellen Vernetzung. Und da spielt die Computertechnik und Sicherheit und so weiter ganz klassisch halt einen Grund und auch eine große Rolle, weil das einfach sozusagen ist das, womit es angefangen hat. Aber es fließt mittlerweile genauso breit in alle anderen künstlerischen und auch gesellschaftskritischen Bereiche rein. Ich meine, man muss sich ja nur hier nochmal die Installationen auch im Partybereich anschauen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die Tür zur WG überhaupt schon mal entdeckt habt. Aber ja. Ja, hattet ihr das auch schon mal thematisiert hier? Weiß ich gar nicht. Nee, hat man. Ja, also auch das ist ja etwas, was man leicht übersehen kann. Also wer das von euch noch nicht gesehen hat, lauft da bitte schnell nochmal nach unten, weil das will man gesehen haben. Also es gibt ja einerseits den großen Partyspace und dann sind so links an dem Flur so ganz viele Türen. Und das Lustige ist, eine davon kann man halt auch wirklich öffnen und dann ist man auf einmal in einer WG. So, also da ist ja so eine Wohnung mit Küche und Atelier und Wohnzimmer und sieht aus, als ob das Ding da irgendwie schon seit 20 Jahren bewohnt wird von irgendwie wechselnden WG. Es ist einfach so die schrill. Leute, ja. Die Leute, die dann da auch ihren Rausch ausschlafen, sehen auch so aus, als seien sie schon 20 Jahre in dieser WG drin. Ja, also das ist einfach so ein Hirnfick wieder. Das finde ich einfach ganz großartig. Ja. Zumal ja dann auch Teil wiederum dieser ganzen dort ausgelebten thematischen Bearbeitung so von Raum nehmen, öffentlicher Raum, privater Raum, Schutzraum, Künstlerraum etc. Und das lässt sich ja auch genauso in unsere Internetdebatten übertragen. Ja? Also wir wollen ja da auch unsere WGs weiterhin führen, die ein bisschen schmutzig und dreckig sind und wo nicht die ganze Zeit irgendein Innenminister da mit einem Besen durchgeht. Ja. Jonas, hast du noch was, das du für uns loswerden möchtest? Also eigentlich ist, glaube ich, alles gesagt. Also das Einzige ist auch nochmal, was mir eben eingefallen ist, die Lounge ist natürlich auch ein Grund für Leute, die jetzt auch einfach feiern wollen. Also ich war gestern ziemlich lang da, ist ein ziemlich guter Club, der da aufgebaut wurde. Was heißt denn ziemlich lang? Ja, ich bin um 5 dann hier gegangen. Ach naja. Ja gut, vielleicht für Kongressverhältnisse nicht so lang. Da hast du das großartige Breakbeat-Set noch mitbekommen, was da gestern lief. Das war mal so richtig fett. Also ich war am zweiten Tag da, da fand ich die Mucke wieder nicht so berauschend. Aber das war vielleicht Alec Empire? Nee, das war eher so wirklich komplett laut. Nur stumpf. Und ich komme ja doch eher so technomäßig so ein bisschen aus der Trance-Ecke, so als Kind der 80er und 90er. Ich habe es ja gerne so ein bisschen melodisch bei Techno. Da bin ich völlig aus der Zeit gefallen, ich weiß. So. Egal. Ich stecke hier mal einen unverifizierten USB-Stick rein. Ich habe uns noch eine Sache mitgebracht, die könnten wir uns auch noch kurz anschauen. Und zwar, ich würde vor allen Dingen gerne mich erstmal bei Jonas bedanken, dass er hier oben war und uns ein bisschen berichtet hat. Vielen Dank. Gerne. Und dann würde ich doch genau deinen Applaus nochmal. Und Ralf, dann zeig du das erst. Dann genau, machen wir das mal. Und zwar in unserer letzten Sondersendung hatten wir diese Apparatur hier gezeigt mit Claudia drin. Das war der Ganzkörperscanner, der unten aufgebaut wurde. Und der Status zu dem Zeitpunkt war ja, er ist noch nicht so ganz fertig. Ja, das war ja diese Geschichte, wo hier
Was übrigens schon ist, zoomen wir mal rein. Mhm. Man hat nämlich hinten auch schon das Iron Sky T-Shirt. Das Iron Sky 2 T-Shirt bei jemandem gehabt. Genau, The Coming Race. Also auch das läuft hier schon alles schön rum. Der Zeit voraus, ja. Status Quo war zu dem Zeitpunkt, naja, so richtig fertig ist es noch nicht. Wir hatten dann aber auch gezeigt, dieses Bild hier mit dem, was dann da so rauskommt. Und man ist dann ja immer höflich zu den Gästen und denkt so, oh ja, toll, aber irgendwie so richtig Rock'n'Roll fand ich, dann waren diese Figuren hier noch nicht. Und ich bin gerade eben noch mal runtergelaufen, weil es ja noch nicht fertig war, als wir die Sendung gemacht haben. Und sie haben es nicht fertig bekommen, aber so fast. Und das hier ist der Status, zu dem sie es jetzt gebracht haben. Und vor allen Dingen diesen Star Trek-Bademantel. Genau, hier noch... Rocket Ranger, nicht Rocket Power Ranger, Power Ranger Dingens, ja. Das ist noch dreimal so beeindruckend, wenn man es jetzt in 3D-Animationen sieht. Wir haben jetzt hier noch mal ein bisschen reingezoomt, aber was die jetzt hier schon an Details von diesem hochgradig dreidimensionalen Bademantel abgebildet bekommen haben, das ist schon ziemlich super. Und das Ganze halt frei drehbar, frei zoombar. Und dann hinterher als kleine Figur. Als kleine Figur oder innerhalb von einem Spiel oder was auch immer irgendwie gemacht. Und die Aufnahmezeit, sagte er, liegt irgendwie bei einer Sekunde oder sowas. Das ist also einfach instantan da. Ja. Auch der ganze Renderprozess und so weiter. Also ich glaube, da hat er echt einen Obelix, war das ja, den wir in der Sendung hatten. Das wird eine große Nummer, wenn sie das irgendwie ein bisschen konsequent weiter vollziehen. Habe ich so in der Qualität, in der Geschwindigkeit noch nicht gesehen. Wie gesagt, in 3D-Rotation sieht es noch besser aus. Es ist wirklich nahezu fotorealistisch. Sehr cool. Ja, tolle Nummer. War ja auch sehr beeindruckt. Ich bin überhaupt gestern Nacht nochmal durchgelaufen und also allein die Masse an Shit, die da rumsteht, so an Geräten, ja. Und diese Mannheimer da vom Raumzeitlabor mit ihren massiven T-Shirt-Bestickungsattacken, ja. Also allein ja, schon so dieses riesige Shirtlager und so. Ich musste gestern ein erstes noch durch Hamburg laufen, um schwarze Hoodies aufzutreiben für Dennis und Ralf, damit sie sich die besticken lassen konnten. Weil ja die normalen Hoodies viel zu schnell weg waren. Also ich weiß nicht, wer die kalkuliert hat dieses Jahr. Ja, also irgendwie nach 2 Stunden waren alle XL und XXL Hoodies weg. Das kann ja nicht Sinn der Übung sein. Da bitte doch mal in Zukunft ein etwas Sinnvolleres. Ja, aber ich habe schon, also vielleicht können wir uns da ein bisschen zusammenwerfen. Aber die Siebe gibt es ja noch und wenn man einen Nachbestellprozess, der sich so ein bisschen selbst regelt, hinbekommt, sprich man könnte sammeln, wer noch welche haben wollen würde und dann könnte man die nochmal in Auftrag geben. E-Mails bitte jetzt an Tim. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, das nicht, aber ihr könnt gerne irgendwie über Twitter da euer Interesse äußern, das könnte dann motivieren, dass man das vielleicht auch macht, aber jetzt wäre, sagen wir mal, weil ich habe natürlich auch nix und das ist so ein Ding, das würde ich gerne abbestellen, so, keine Ahnung, und Zeitpunkt, mach mal. Und dann kann man da von dem Erlös ja noch irgendeinen Luxus finanzieren auf dem Camp. Genau, das war die Stickmaschine hier. Also auch sowas jetzt noch gestickt zu bekommen, war gar nicht so einfach, weil die hatten dann dermaßen einen Andrang, weil eben keiner die normalen Hoodies mehr bekommen hat. Genau. Weil das ist quasi so die Fail-Safe-Variante. Und so richtig gut skalierte die dann halt natürlich auch nicht, klar. So, wie schaut's aus? Wir hatten am Anfang aufgerufen, uns Fragen zu stellen, hierher zu kommen mit Fragen, Anmerkungen oder sonstigem. Ihr dürft gerne jetzt zu uns kommen oder das Studiomikrofon benutzen, wenn es, wer länger reden will, kann auch hier hochkommen. Also genau, Anregung, habt ihr irgendwas gesehen, was wir nicht erwähnt haben, was vielleicht nochmal erwähnt werden sollte, was toll war? Und was hat euch beeindruckt? Genau, und auch ganz konkret hier vielleicht zum Sendezentrum, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ja, weil wir die Prämisse hatten, wir reden auf der Bühne nicht über Podcast, dann müssten wir es über Podcast reden, aber können wir ja gerne machen. Nee, wir reden ja über den Kongress und das Sendezentrum ist ja auch Teil des Kongresses. Ja, aber ne, also wie gesagt, aber da können wir gleich nochmal. Ihr könnt Claudia helfen, indem ihr das Thema einfach aufbringt, dann ist es ja sozusagen hereingetragen worden. Genau, dann können wir uns nicht dagegen wehren. Ja. So, ist es. So, hier ist schon die erste, kannst du ja auch das ein bisschen hochnehmen. Genau, dann nimmst du in die Hand. Oder in die Hand. Dann vor allen Dingen muss der Regler aufgehen. Du kommst gleich zu uns, pass auf. Jetzt müssen wir nur den richtigen Regler finden. Welcher ist es? Eigentlich das müsste die 5 oder die 6 sein. Wahrscheinlich die 5. Guck mal, was auf dem Mikro draufsteht. Hallo? Ah, ich bin zu hören anscheinend. Mucho mejor. Nein, also was mir heute Nacht noch aufgefallen ist, war dieser... ich glaube, er stand letztes Jahr schon da, aber letztes Jahr war ich noch nicht hier. Dieser Bar-Cocktail-Mix-Spot, wo man irgendwie über ein
Interface quasi sagt, hier, mach mir einen Cocktail und es fällt der Cocktail unten raus. War ziemlich episch. Ja, die gab es tatsächlich letztes Jahr schon, ja. Aber stand woanders. Jetzt hat er einen etwas besseren Platz gehabt, glaube ich. Ja, der steht ja gleich hier oben quasi. Ja. Auch dazu hatten wir in der Sondersendung den Herrn, der es macht, den Olli, da. Wer sich da nochmal anhören möchte, wie die auf die Idee gekommen sind und was Partys so damit zu tun haben und Baräffchen, dann höre er da nochmal rein. Dankeschön. Oh, da kommt noch jemand. Papillon. Oh weh. Oh, ein Applaus für Papillon, bitte, der uns hier beim Aufbau hilft. Und bei allem, was hier so anfällt. Auf allem, was anfällt, so ist es. Ich habe noch mal ganz kurz eine Sache zu unserer Rakete, weswegen die heute schon abgebaut worden wird. Und zwar muss die durch Platten und Blumen abtransportiert werden. Und die Stadtregierung hat einfach mal gesagt, nö, morgen nicht, weil 31.12. ist da dicht. Deswegen muss die heute leider bis 18 Uhr abgebaut werden. Ja, okay. Verstehe. Diese Bürokratie, die einem dann immer bei der Magie dazwischen kommt. Wir kommen bitte einfach nach vorne. Ja. Ja, auch wenn ihr schon gesagt habt, was hier wirklich einfach klasse ist, ist, dass halt auch viele andere Dinge stattfinden, die nicht zum klassischen Computer-Nerd-Sein gehören. Ich habe ein paar Vorträge hören können, bin auch das erste Mal da. Und ich war zum Beispiel fasziniert von der Session Anleitung zum Glücklichsein, ja, was einfach einfach nur geflasht hat. Das war total klasse. Und was mich auch sehr fasziniert hat für den heutigen Tag, gilt das nicht so ganz, aber für die ersten drei Tage, hier sind Tausende von Menschen auf Tausenden von Quadratmetern und es ist eine Energie hier, es fühlt sich an wie im Wohnzimmer. Ja, also das ist total irre und das habe ich in dem Maße auch noch nie erlebt und ja, auch für mich wird das definitiv nicht der letzte Kongress sein. Was hat dich genau an der Anleitung zum Glücklichsein so geflasht? Also damit teaser das mal noch ein bisschen an, damit sich alle anderen das jetzt auch noch irgendwie zu Gemüte kommen. Ja, also das ist ein bisschen schwierig mit dem Anteasern. Du musst selber schon in der richtigen Stimmung sein. Du musst also ziemlich offen sein, keine große Erwartungshaltung haben und dich einfach auf das Spiel einlassen, auf das, was du da hörst. Ne? Also nicht drüber nachzudenken, was dir erzählt wird. Ja, probiert's einfach aus. Wenn es euch nicht gefällt, klickt's nach 5 Minuten weg. Oder es haben halt auch ein paar Leute im Raum gemacht, die haben was ganz anderes erwartet, die sind halt rausgegangen. Aber der überwiegende Teil war einfach nur begeistert, weil es einfach auch so total anders war und nicht der Erwartungshaltung entsprach und einfach nur zu empfehlen. Und so wie eben auch ganz viele andere Dinge hier. Ja, vielen Dank. Ja, diese Wohnzimmeratmosphäre, das ist das immer wieder Beschworene, was auch einfach funktioniert. Diese absolute Gewissheit, die sich hier nach wenigen Sekunden einstellt. Du kannst auch einfach jeden anlabern. Ja, keiner guckt dich irgendwie schrill an, außer vielleicht wir, wenn wir da gerade an der Regie sind und irgendwie Regler drehen müssen und eigentlich eine Sendung hochfahren wollen. Aber ansonsten, keiner ist irgendwie genervt. Alle sind freudig, dass man sich für ihren Kram interessiert. Das ist schon wirklich schick. Mhm, da haben wir noch wen? Ja, hallo? Hört man mich? Ja, man hört sich. Immer gern das Mikro aufessen. So. Ja, mache ich. Ja, ich war vor 10 Jahren das erste Mal auf dem Kongress in Berlin und Ralf hat es mir jetzt gerade quasi vorweggenommen. Ich saß damals nur immer in den Vorträgen und es waren so viele Leute da und die sahen alle so klug aus und ich habe mich nicht getraut, die anzusprechen. Und was man beim wiederholten Kongressgehen merkt, ist, man kann wirklich jeden ansprechen und jeder ist wirklich immer bereitwillig, Auskunft zu geben über das, was er da gerade tut und sieht es noch so kompliziert aus und weil die Leute, die haben Spaß an dem, was sie tun und die sind dann auch, die freuen sich, wenn jemand kommt und sich dafür das interessiert, was sie da gerade tun. Also nochmal der Aufruf, geht auf die Leute zu, sprecht sie an, weil das macht das hier wirklich aus. Das gilt natürlich auch der Umkehrschluss, macht selber Kram und bringt ihn mit. Ne? Also das ist auch irgendwie so eine Geschichte, die ich im Vorfeld irgendwo gelesen hatte, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tweet. Jeder sollte mindestens irgendwie ein Projekt haben, was er selber auch irgendwie mitbringt und sich irgendwie mal für 4 Stunden an den Tisch setzt und irgendwie einen Aufsteller hinmacht und sagt, so, ich probiere jetzt mal hier XY. Man wird eben auch angesprochen. Ne? Also es ist ja nicht nur jetzt so eine reaktive Konsumentenhaltung, die man hier zur Schau tragen sollte, sondern ne, quasi die physische Adaption der Brechtschen Radiotheorie, nicht nur Sender und Empfänger, sondern auch Macher und Zuhörer. Das vermischt sich hier alles aufs Beste. Ja, und Entschuldigung, wenn wir vielleicht etwas herrscher angefahren haben. Ja. Beim Sendungsvorbereiten. Ja, naja, aber dafür haben wir ja auch tüchtig was weggesendet. Ja, ja. Um gleich eine Frage zu beantworten. Ja, es wird alle Aufzeichnungen in sowohl Audio- als auch Videoform aus dem Sendezentrum geben. Lasst uns ein bisschen Zeit.
um hier etwas Luft wieder zu bekommen. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so metaphorisch, sondern wir sitzen hier, glaube ich, seit wirklich 4 Tagen, ohne mal draußen gewesen zu sein. Wir haben das Glück, wir müssen noch nicht mal zum Hotel nach draußen. Ich habe meine Winterjacke auch schon seit 4 Tagen nicht mehr gesehen. Das war auch, ist auch mal ein Erlebnis. Es soll geschneit haben zwischendurch. So, ja. Und dann wird es das auch alles in irgendeiner Form geben. Ja, die Videos sind auch schon zum großen Teil im C3-Streaming im Encodieren und die Kisten glühen, wurde mir gesagt. Ja, also unter das Sendezentrum werden wir auf jeden Fall wie üblich hinterher dann noch eine Übersicht machen, sowohl der ganzen Audioaufnahmen als auch der Videoaufnahmen. Genau, wir haben noch einen Gast. Ja, also was mir noch aufgefallen ist, jetzt mein 2. Kongress, diese Kinder, die hier rumrennen, da geht mir echt das Herz auf, muss ich sagen. Also zum einen bekomme ich irgendwie immer so mit, wenn ich hier irgendwie schaue, dass einfach auch, dass das irgendwie wunderbar funktioniert, dass die irgendwie auch immer Spaß haben, was zu tun haben, dass es hier irgendwie auch ein ganz schönes Angebot gibt, irgendwie gleich da hinten so neben dieser Chaos Mentoring Assembly basteln die da und hacken da auch irgendwie was und ich sehe sie irgendwie draußen Raketen starten lassen und natürlich da oben dieses ganze Spieleparadies ist einfach immer nur wunderschön anzuschauen, wenn man so am ersten Tag mal so rumläuft und da liegen irgendwie dann so ein paar Bauklötze und irgendwie am nächsten Tag sind da irgendwie schon Lego-Paradiese, die ich mir, glaube ich, früher gewünscht hätte. So. Ja. Also das finde ich, find ich total schön und glaube ich, kann einfach für die Zukunft auch die Leute noch einfach mal anhalten, nehmt eure Kids mit, egal irgendwie welchem Alter, sie kommen hier ganz gut unter. Also das hatten wir vor einem Jahr schon genauso. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man den Leuten so früh wie nur irgendwie möglich klar macht, ja, es gibt Technologie, aber Technologie ist nicht das, was du bei Saturn verkauft bekommst oder bei Mediamarkt oder was du bei Amazon shoppst, sondern das kannst du auseinandernehmen, du kannst es anders zusammensetzen, du musst nicht ans Manual halten, sondern es ist halt, also das, was dann etwas hochtrabend als hackbar bezeichnet wird, aber das ist es ja. Ja, also nimm nicht alles so hin, wie du siehst, sondern überleg dir immer, was kann man noch damit machen oder was kann man anders machen, wie kann man es besser machen und das Kindern schon beizubringen, so, es ist nicht einfach nur das, was du als Produkt bekommst, das finde ich schon gut. Ich finde es vor allem gut, dass sich diese Kidspaces überhaupt organisiert haben, das war so ein sehr langsamer Prozess, also ich weiß nicht genau, woran es lag, wahrscheinlich. Meinst du für dieses Jahr jetzt nur oder generell? Generell. Mhm. Also mittlerweile klappt es super, aber früher gab es keine Kinderecken auf dem Kongress, beziehungsweise auch so ein BCC wäre es einfach auch schwierig gewesen, weil einfach die Räumlichkeiten dafür nicht da waren. Es gab verschiedene Ideen, dann so mit Betreuungszeiten im Nachbarhaus, im Haus des Lehrers gab es dann auf einmal einen Raum, wo so ein kleiner Kindergarten war, aber das war dann halt mehr so, um den Eltern zu ermöglichen, auf den Kongress zu gehen. Und mittlerweile entwickelt sich das eben mehr ein, dass eben auch die Kinder einen Kongress haben. Ich wäre noch nicht mal überrascht, wenn wir irgendwann an so einen Punkt kommen, wo es auch noch eine Vortragsreihe gibt, die sich explizit an Kinder wendet. Ich meine, warum nicht? Mhm. Ja, also dass man einfach wirklich mal zumindest mal ein paar Slots dafür verteilt, halt so auf den frühen Nachmittag, wo unser eins ja dann sowieso immer absagen muss. Und wir haben das auch schon ein paar Eltern gesagt, so, ja, wenn man hier so morgens reinkommt um 10 und so, dann sind ja die anderen Eltern auch alle da. Ne? So, ist erstmal wirklich, der Kongress gehört eigentlich so den Kindern und den Familien und dann könnte man natürlich auch mal drüber nachdenken, explizit so einen Vortrag zu machen für hier, keine Ahnung, irgendwie Lego hacken und einfach so kreative Beispiele liefern. Jetzt natürlich auch nicht so epische Stunden-Sessions, sondern halt, was weiß ich, kleine 15-Minuten-Dinger. Das denke ich mir jetzt gerade nur so aus, aber ich finde diese Tendenz generell gut und schon auf dem Camp wird es sicherlich in eine andere Richtung gehen da. Also noch weiter in diese Richtung gehen. So, wie kann ich übrigens auch spoilern, das Camp, die neue Camp-Location hat einen großartigen Kinderbereich. Also da gibt es einen riesigen Spielplatz mit allen Pipapo, mit Seilbahn, mit Schaukeln, mit so einem riesigen Kletterturm, nochmal mit Rutsche runter und einen kleinen Plunge-Pool und es wird dann einen relativ großen Kidspace geben, der wirklich schick ist. So. Da, ganz kurz noch vielleicht als abschließendes Wort. Ich habe mehrfach gelesen, auch in Tweets, dass der Kongress einen der vielleicht kinderfreundlichsten Konferenzen in Europa, wenn nicht weltweit ist. Ich finde, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Fehlt mir jetzt so ein bisschen der Vergleich, aber das
fände ich. Naja, vergleich jetzt aber zum Beispiel einfach mal zur Republika. Da würde ich sagen, stimmt das schon mal. Ja, absolut. Sicherlich, ja. Das liegt hier auch an diesem Teppich. Ich wusste gleich, dass du so eine innige Beziehung zu diesem Teppich hast. Hab ich. Also ich meine, ich finde, das CCH ist bisher die beste Location, die wir je hatten. Nicht nur, weil sie so groß ist, wie oft, weil die einfach so variabel ist. Monat siehst du deinen Vorwerkbetreuer? Du weißt, dass Vorwerk und der CCC eine spezielle Geschichte miteinander haben. Nee, tatsächlich nicht. Nein? Da gab es doch mal diese schöne Studie über Penisverletzungen durch Masturbation mit Vorwerkstaubsaugern, die vom CCC publiziert wurden, was halt Vorwerk gar nicht so lustig fand. Weil da hatten sie doch so ein Messer am Saugstutzen und das, also Details, ist jetzt eher was für Not Safe for Work. Wo waren wir gerade? Über die Kinderfreundlichkeit des Kongresses. Ah, ja. So viel dazu. Nee, aber es ist einfach, Teppich macht einfach schon mal eine Menge aus. So, und ich finde, hier in Haus am Kölnischen Park, das waren bisher die besten Locations, wo der Kongress je war. Und die waren alle so kuschelig. So, mach was. So. Das Ding mit den Kindern finde ich auch echt interessant hier auf dem Kongress, weil ich finde, Kinder bringen auch so eine gewissen Qualitäten mit, die hier echt gut am Start zu gebrauchen sind. Kinder sind zum Beispiel, die scheißen halt erstmal auf Konventionen, ja. Mhm. Wenn da ein Gerät ist, da wird halt so lange drauf rumgeklopft, bis es kaputt geht und dann wird halt geguckt, wie es funktioniert. Und daher finde ich das mit dem ziemlich großen Kinderprogramm hier echt gut geregelt. Was man noch machen könnte, habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht nicht bloß Vorträge wirklich anzubieten, sondern auch für etwas ältere Kinder, die dann schon lesen können, vielleicht sowas wie Programmierworkshops und sowas. Da gibt es ja einige Projekte, die das echt cool rüberbringen, wie zum Beispiel dieses Scratch-Projekt, wo man diese Lego-Steine da zusammenbaut und da relativ einfache Programme bauen kann. Und ja, das wäre vielleicht noch so ein Ding für die Zukunft, wo man noch mehr in die Richtung gehen kann. Ja, ich denke auch, dass da noch einiges an Potenzial ist, wo natürlich, also ich meine, es beruht ja hier alles immer auf Freiwilligkeit und auf Ideen, die einzelne Leute haben und da kann man auch, wenn man selber eine coole Idee hat, sich hier jederzeit einbringen. Ich glaube, damit ist man hier sehr willkommen. Und vergesst mir die Senioren nicht. Was habe ich eigentlich mit denen? Rollator-Hacking. Du bist selber halt schon über 40. Ja, verdammt, it shows. So, wir haben noch wobei wen. Das vielleicht wirklich ein interessanter Bereich wäre, mal so dieses, ich meine, Senioren haben ja dann, sagen wir mal, noch spezifische Mobilitätsprobleme, die durchaus innovativ begleitet werden können. Ja, das mit dem Rollator war ein guter Ansatz eigentlich. Mhm. So. Ich wollte vielleicht nur ein letztes Kommentar zu den Kindern noch geben. Ich habe 7-8-Jährige am Tisch gehabt beim Löten und beim Lockpicking. Mhm. Und das ist einfach schön. Naja, das sind auch so die Sportarten, die hier besonders gut ankommen. So, ne? Wenn es schön dampft und so. Für einen drogenfreien Kongress und Lötzinn ohne Dämpfe. Also 4 Tage Kongress sind jetzt fast rum. Was mache ich mit den anderen 361 Tagen im Jahr? Naja, 5 kriegst du schon mal durchs Camp rum. Mindestens 5 kriegst du durchs Camp rum. Also früh anreisen, spät wegfahren. Ja. Was heißt, das habe ich jetzt schon mal gehört, was heißt das denn eigentlich in Camp-Dimensionen? Also erzähl es uns, wir sind Neulinge. Naja, ich meine, so ein Kongress hier, der ist, ich weiß gar nicht, wann hier der Aufbau richtig anfängt. Ich glaube, am 18. schon. Mhm. So, also mit erster Anlieferung und so. Mhm. Das sind dann 2 Wochen vorher. Ja. Ja, und beim Camp werden es sicherlich 3, weiß noch nicht so ganz genau. Also, da muss einfach viel mehr gebaut werden und es ist eine geile Erfahrung, einfach so ein Camp auch zu bauen. Wenn man da hinkommt, ist alles fertig. Ich meine, hier ist zwar auch beeindruckend, aber man hat halt schon eine Gebäudestruktur und man sieht halt, was dann dazu gebaut wurde. Das Camp entsteht ja mehr oder weniger aus dem Nichts. Man kann da einfach, indem man früh da ist und einfach gleich mithilft, einfach auch eine ganze Menge lernen über ja, die ganze Logistik und was überhaupt so erforderlich ist. Also wird einfach nie vergessen, so dieses Glasfaserkabel in Pferdewiese einbuddeln, das ist einfach bewusstseinserweitert. Wir machen jetzt das mit der Zukunft. Ja. Wir haben noch wen am Mikrofon.
Ja, ich will eigentlich nur antworten auf die Frage, was mache ich in den restlichen 300, wie viel sind es, 61, kommt auch an, ob es ein Schaltjahr ist oder nicht, Tagen im Jahr. Eigentlich ganz einfach. Die Ideen, die man hier auf dem Kongress, die einem hier auf dem Kongress gekommen sind, umsetzen, damit man dann am nächsten Kongress das Ergebnis zeigen kann. Ja, so ist genau. Es. Schöne Antwort, danke dafür. Ah, es kommen immer mehr Leute, ich finde das schön. Das ist ja, meine Güte, keiner sagt was zum Sendezentrum. Tim, du darfst dann was zum Sendezentrum sagen. Lass das mal offen, einfach immer das Mikro jetzt. Schön hochdrehen und offen lassen. So. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich habe es gestern schon getwittert. Sendezentrum sollte eigentlich immer sein. Ich fand das gestern, wir waren hier 4 Stunden, haben uns echt köstlich amüsiert. Ja, es gab noch andere Sachen, die wir gucken wollten. Wir mussten lockpicken. Von dem her, hey, danke. Das ist echt toll. Ich wünschte, es gäbe es öfter. Ja, es hängt vom Kongress ab, ne? Mehr Kongress, mehr Sendezentrum. Ja, also man kann sicherlich jetzt im Sendezentrum sagen, wir haben wirklich viele Sendungen jetzt gefahren. Wir hatten ja alle Größen, also wahrscheinlich so die Top 5 oder sowas hier der deutschen Podcast-Szene jetzt ja hier auf unserer schnuckligen Bühne. Ich habe hier ein Bild gestern von der NSFW-Reunion. Hier mal gerade auf dem Beamer drauf. Freakshow war noch ein bisschen voller, weil da die Security nicht vorbereitet war auf das, was hier plötzlich einbrach. Eine Frage war tatsächlich, ob wir der einzige Bereiche wären, der eigene Crowd-Control-Engel hätte. Sind wir natürlich nicht. Also jeder Saal, eine F-Nord-News-Show und sowas haben das vorher und da werden dann noch einzelne Personen unter viel Applaus reingelassen, wenn sich irgendwo noch ein freier Platz auftut. Da müssen wir noch dran arbeiten, da müssen wir noch hinkommen. Aber wir haben jetzt mittlerweile Crowd-Control-Engel, ja. Nochmal Entschuldigung an die Orga des Kongresses, dass wir euch da so ein bisschen überrannt haben. Danke, dass ihr da so schön drauf reagiert habt. Kann ja keiner mit rechnen. Ja, ich glaube aber Freakshow, das waren so auf jeden Fall über 300 Hörerinnen und Hörer hier live vor Ort, die wir hatten. Das nahm also überhaupt gar kein Ende. Und das dürfte so in der Gesamtspanne jetzt über die 4 Tage wahrscheinlich die mit Abstand größte Live-Demonstration von Podcasting gewesen sein, die die deutsche Nation bisher gesehen hat hier. Und da kann man schon, glaube ich, auch ein ganz klein bisschen stolz drauf sein. Das haben wir ganz gut gemacht. Ja, also vor allem... Ich finde vor allem, dieses Jahr hat das geklappt, was wir eigentlich letztes Jahr schon irgendwie so uns gewünscht hatten. Aber wie das immer so ist, so Ideen müssen überhaupt erstmal, muss irgendwie erstmal bei allen erstmal ankommen. Und ich glaube, viele hatten noch nicht so eine rechte Vorstellung. Und auch, obwohl wir das auch schon auf der Republika gemacht haben, ist es doch hier auch irgendwie nochmal was anderes. Ne? Also hier funktioniert das mit dem Live-Podcasting nochmal viel besser. Und ich denke, es hat auch geholfen, dass, wie soll ich sagen, dass wir auch, sagen wir mal, Wert gelegt haben auf diesen Unterhaltungsfaktor. Also dass es sozusagen etwas ist, was man eben hier auch explizit sehen will. Dass es jetzt hier nicht nur darum geht, so jetzt hier den vielleicht interessanten, aber dann doch eher trocken vorgetragenen Standard-Podcast abzuliefern. Dafür ist der Tisch da hinten super. Ja, also da macht man einfach seine Sendung. Und also der Tisch da hinten, auf den Tim gerade zeigt, genau, ist der Podcaster-Tisch, das ist gerade schon angesetzt. Und da kann man sich einfach in den Livestream von Xenim dann auch reinschalten und auch dann live gerne zuhören, wenn man das möchte. Aber es ist halt ein bisschen ohne Publikum und so, dass dann auch das normale Programm quasi dort gefahren werden kann. Also während wir hier, den expliziten Ansatz hatten, da kam das ja her, was ich vorhin meinte, bitte, wer hier auf die Bühne geht, nicht über Podcasts reden, weil die letzten Jahre war ja auch häufig so, ja, was machen die Podcaster da? Die reden über Podcasts und machen daraus einen Podcast. Das ist ja dann so das, was nicht ganz so hübsch ist und das hat dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Yo, Dog, I heard you like Podcasts. So, I put a podcast also, in your podcast. Hier die beiden Jungs von Methodisch Inkorrekt, was die hier gestern abgefeiert haben, also wer das hier live gesehen hat, der wird glaube ich, nicht vergessen, also wohl wie aufgedreht die waren also sowas von auf 180 so. schaut euch das ansonsten unbedingt nochmal. Ich glaube, das funktioniert auch als Video sehr gut. Das würde ich auch sagen, ja. Die hatten ja hier dann physikalische Live-Experimente, die auch wirklich ziemlich groovy und gefährlich waren. Wir haben alle ein bisschen mitgezichert hier bei der Natrium-Dampflampe aus großen Gläsern und so. Ja. Und die kamen aber auch hinterher dann zu uns und meinten, oh, so mit Publikum ist aber auch geil, ne? Weil das ist für die halt natürlich auch was komplett anderes, ob sie das irgendwie bei sich im Labor und sie erzählen das und irgendwann wissen sie, hören es mal ein paar hundert oder tausend Leute. Ja, wobei, ich meine, Reinhard ist ja auch nun
nicht ohne Grund deutscher Meister im Science Slam geworden, hatte er selbst jetzt bei der letzten Runde nochmal die Gelegenheit, ihn zu sehen, weil er ja da quasi als Amtierender auch nochmal auftreten durfte. Und da passen zwei Sachen ganz gut zusammen. Vielleicht ist überhaupt diese gesamte Slam-Kultur auch nochmal ein interessanter Andockpunkt für die Podcasting-Welt, die bisher noch gar nicht so verheiratet zu sein scheint, genau, also da geht noch was, ne? Genau wie diese ganze Hörbuch-Fraktion etc., Spielfraktion meine ich. Ja, also insofern bin ich da auch sehr zufrieden und so kann es weitergehen und ich habe auch den Eindruck, wir haben hier den richtigen Ort gefunden. ob die Kongressorgan das auch so sieht, weiß ich nicht, aber ich finde auch, ja. Also, ja, zumindest würde mir jetzt erstmal kein anderer Ort einfallen, wo ich jetzt hin wollen würde, aber ich finde das hier sehr schick. Ja, das ist total super. Also genau. Und alles, das ist top. Ich finde auch, man hätte hier sich noch ein bisschen was über, also Hörer, ja bitte, ihr hättet euch hier ein bisschen was einfallen lassen können, was hier alles runtergeseilt werden kann. Ja, das möchten wir eigentlich. Ich hatte auch schon mit irgendeinem Regen von Dingen gerechnet, aber es vielleicht auch ganz gut, dass das nicht so war. Ach, so ein, manchmal so eine Schachtel M&M's. Jetzt ist der Moment, wo ich nochmal sage. Kommen dann mit Konfettikanonen und so. Das geht ja nicht hier. Ja, aber das ist besser als Seifenblasenkanonen, die nicht funktionieren. Kannst du ja so eine Seifenblasenmaschine da oben installieren. Das wäre dann auch nochmal ganz gut. Wer installiert mir für nächstes Jahr eine Seifenblasenkanone? Und wenn man nur auf den Button drückt und dann wurde. Ja, genau. Und eine Konfettikanone. Dass man so verschiedene Effekte hat. So eine Orgel, ja. So. Genau. Für mehr Bühnentricks. Nein, aber das, also ich finde das ja auch toll. Also, wir haben ja die hinten noch so ein paar Tische stehen, wo sich Leute auch einfach hinsetzen konnten, auch während, wenn hier keine Shows sind. Ich habe mehrfach gelesen, dass es so ein kleines Wohnzimmer oder zu Hause war und man hier so 5 Tage auch durchaus sein Camp aufschlagen konnte. Und das finde ich eigentlich toll, dass hier das Gefühl entstanden ist. Und das haben ja nicht wir gemacht, das haben ja die Leute gemacht, die da sind und die das hier alles bestritten haben und wo hier dann auch alle willkommen waren, sich dazu zu setzen und miteinander zu reden. Wollen wir über mögliche Verbesserungen reden? Ja. Also Vorschläge sind jetzt hier auch nochmal gewünscht, falls ihr da was habt. Oh, jetzt natürlich drängeln auch. Sie sich gleich. Aha, ja. Aha, gut, euch. Genau, haltet uns unsere Fails vor. Wir haben ein Jahr Zeit, sie zu verdauen. Hallo, das ist mein erster Kongress. Und was mir aufgefallen ist bei manchen Talks, dass der Titel des Talks eigentlich wenig darüber gesagt hat, was das für ein Inhalt ist. Und ich habe den einen oder anderen Talk verpasst, weil ich erst danach gehört habe, ach, guck mal an. Alte CCC-Krankheit. Ich kritisiere das schon seit längerem. Beispielsweise, eigentliche Information steht in meinem Untertitel. Und ich bin du oder wie der hieß. Ja, da hatte ich mich dann geärgert, den nicht live gesehen zu haben. Yes. Das bezog sich aber jetzt auf den Kongress im Allgemeinen, ne? Ja. Unsere Titel waren super hier. Gut. Wir fragen ja gerade jetzt nach dem Sendezentrum, aber ist egal. Macht nichts. Wir nehmen auch die Generalkritik für den Kongress. Genau, wir sagen ja, wir sind zwar kritisiert worden, aber ihr seid auch kritisiert. Also ich habe für meinen Teil tatsächlich, im Gegensatz zum letzten Jahr, die Sondersendung ein bisschen vermisst. Ich fand das wunderschön, irgendwie so am Abend, wenn man noch vielleicht schon so ein bisschen ausgelockt war, sich hier nochmal hinsetzen konnte und einfach auch nochmal ein paar Leute, die man teilweise am Tag gesehen hat, teilweise nicht, nochmal wiederzusehen und auch gerade Sachen, die man vielleicht verpasst hat oder die man vielleicht sich noch nachhören wollte, einfach diese Leute hier nochmal irgendwie kurz zu sehen. Das hat auch erstaunlich, also gut, auch fürs erste Mal, das letzte Jahr irgendwie wahnsinnig gut funktioniert, wie da einfach ihr immer die Leute durchgeschleust habt, sehr professionell. Das fand ich sehr schön und gerne wieder. Ja, du bist jetzt erst der Zweite, der uns sagt, dass er die Sondersendung vermisst hat. Deswegen danke dafür. Das Stichwort war ausgelaugt. Genau, das ist eigentlich, es gibt zu dieser Sache 2 Dinge zu sagen. Erstens, du bist erst der Zweite, der es sagt. Also wir haben jetzt noch nicht so viele gehört, die es vermisst haben ansonsten. Und das Zweite, aber Ralf, kannst du bestimmt. Ja, wir waren einfach jetzt so im Vorfeld alle ein bisschen durch und da war dann auch die Frage so, okay, wir kriegen es vielleicht alles noch so gerade eben aufgebaut, sind aber ansonsten vielleicht gar nicht so unglücklich, wenn wir dann nicht auch noch jeden Tag die Bühne selber bespielen müssen, weil man muss dazu sagen, so eine Sondersendung, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben oder auch auf der Republika, wo wir also 6 oder 8 verschiedene Themen haben, du machst den ganzen Tag nichts anderes, als durch die Gegend laufen und versuchen, dir die Gesprächspartner ranzukriegen und alle Daten von denen notieren, wie heißen sie, damit du auch vernünftige Shownotes machen kannst. Ja, dann müsst ihr da sein um so und so viel Uhr. Und dann können sie nicht, dann muss man wieder umschieben und sowas. Das heißt also von dem, so man bekommt von der eigentlichen Veranstaltung nichts mit, das potenziert sich nochmal. Ne? Und
Und da haben wir uns dann doch entschlossen, uns dieses Jahr auf das Programm, also auf das andere Programm zu konzentrieren. Und auch das sieht man vielleicht nicht ganz so, aber ich habe, glaube ich, einen Monat vorher angefangen, die Leute anzusprechen, ob die nicht Lust haben, hier auf die Bühne zu kommen und mit denen zu verhandeln, was sie so machen könnten und alles. Und also auch das hat viel Zeit und Nerven gekostet, wobei die Nerven lagen nicht an den Podcastern, die das gekostet hat. Die waren alle sehr erfreut, das hier machen zu können. Und ja, wir haben vielleicht ein bisschen viel Programm gehabt dieses Jahr, einfach auch vorher schon, mit dem Workshop noch direkt davor quasi. Also wir müssen einfach schauen, wie man in folgenden Veranstaltungen, ne, also sei es Camp, Republika, Kongress, wie auch immer, wie man das noch weiter irgendwie ein bisschen aufteilt in Funktionsbereiche, dass nicht wenige Leute. Wir brauchen einfach noch ein paar mehr Mitstreiter, die, also sagen wir mal andersrum. Also ich sehe den Punkt mit der Sondersendung, das ist an sich eine hilfreiche Sache. Wäre im Prinzip auch schön, wenn man das jeden Tag macht. Es müsste ja nicht vielleicht 2 Stunden sein, wie wir das ursprünglich gemacht haben. Ja, also Stunde würde es wahrscheinlich auch tun. Ich finde überhaupt so diese Stundenslots, die sich hier auch so ein bisschen, weil ne, 2 Stunden sind auf dem Kongress schon gefühlt echt lange. Mhm. So, ja, und manchmal übertreibt man es. Wir sind, glaube ich, auch gerade wieder schon dabei. Ne? Ja. So, aber wenn man sagt, man beschränkt sich auf 1 Stunde, dann ist es ja schon mal gefühlt nur noch die Hälfte der Arbeit. Nein, und halt ein Team aufbauen. Also das hier muss sich eigentlich im Prinzip ums Sendezentrum noch eine etwas größere Community bilden, die dann nicht erst im letzten Moment dazukommt, sondern wo man eben vielleicht im Vorfeld auch schon ein bisschen mehr verteilen kann und wo man auch dieses ganze Akquise und was will man eigentlich für Gesprächspartner haben, noch auf mehr Leute verteilen kann. Dann würde es besser funktionieren. Also erstmal danke an alle Helfer, die ohnehin dabei waren. Also es ist überhaupt keine Kritik daran, sondern ihr habt uns echt unglaublich viel Arbeit abgenommen. Und wir hätten es ohne euch alle nicht geschafft. Und wir haben ja jetzt aber mit, ja, Ralf und ich haben da noch lange drüber beratschlagt, was man so machen könnte. Und wir haben ja jetzt, glaube ich, mit sendegate.de, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, jetzt ist der Zeitpunkt dafür, eine gute Plattform gefunden, um da auch solche Vorbereitungen im Vorfeld zu treffen und um das zu organisieren und Verbesserungen einzubringen, zu planen und sonstiges. Und ich denke, dass wir das auch da weiterführen werden. Das fand ich auch dieses Mal im Vorfeld schon eine echte Erleichterung. Aber auch das haben wir natürlich zwischen Ende November und Dezember einfach mal eben noch gestartet und aus dem Boden gestampft. Also auch das kam noch dazu. Damit haben wir jetzt aber eine Infrastruktur, die uns bislang gefehlt hatte. Und ich denke, ja, schauen wir mal, was sich da so ergibt. Also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass man... Also ihr seht, wir sind sehr kritisch mit uns selbst gerade im Moment. Wir gehen hart mit uns selber ins Gericht. Ja, also ich glaube, der Ansatz, den wir viel stärker fahren müssen, ist, dass man die Leute auch gleich in die Planung wirklich vernünftig mit reinnimmt. Ja, also der Ansatz, okay, man ruft im Vorfeld nur auf, wer will helfen und dann schlagen die hier an Tag 0 an und dann bringt man denen irgendwas bei, das funktioniert einfach nicht, weil man all die Gedanken, wie man sich das vorstellt, kriegt man eben doch leider noch nicht 1:1 aus dem eigenen Kopf so richtig gut in die externen Hirne irgendwie transferiert. Und der Ansatz muss eigentlich sein, dass man so im Juni beginnt mit einer kleinen, feinen, harten Community zu überlegen, so was wollen wir eigentlich wie machen, dass man wirklich weit im Vorfeld ein großes Team hat, die aber auch alle mitplanen, mitkonzipieren und eigene Ideen reinbringen können und nicht hier plötzlich an Tag 0 stehen und irgendwelche Fremdgedanken übergestülpt bekommen. Ich glaube, das wird der Schlüssel zum Erfolg, wenn wir sowas weitermachen. Ja. Und ja, das geht dann nämlich nach da draußen. Wenn ihr Interesse habt, sendegate.de, das wäre jetzt erstmal so die konsequente erste Anlaufstelle dafür. Mhm. So, haben wir's? Haben wir's. Du darfst gehen. Ich bin entlassen. Keine Fragen mehr. Alle wunschlos glücklich. Dann war's das erstmal hier von uns. Verabschieden wir uns. Macht's gut. Programm? Tschüss. Habt Spaß intakt. Kein Programm mehr.